Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Road to Survival. Ein neues Event ist gekommen, und zwar das fürchte Teil 2 Event. Wir hätten eigentlich erwartet, dass dieses andere Event mit dem Paragraph eigentlich der dritte Teil kommen sollte, aber die machen jetzt das fürchte Teil 2. Okay, ihr seht, das ist schon seit anderthalb Tagen am Laufen und ich bin halt noch nicht zugekommen. Er hat drei Akte, dieser Teil. Es gibt einen ziemlich coolen Charakter, wenn man den dritten hat, aber ich denke mal, der wird erst in einigen Tagen erst möglich sein zu spielen. Aber der ist schon ziemlich cool, der 4-Sterne-Morgen. Schauen wir uns aber dann an. Momentan geht es um den ersten Akt, der ist ein B-Plus-Rang, sollte also gar kein Problem sein, recht easy. Und wir kriegen einen von diesen blöden Elite-Charakter-Token, die uns eigentlich nicht viel bringen, außer dass wir immer 3 Sterne bekommen. Ich habe da noch nie 4 Sterne bekommen, geschweige denn einen von den 3 möglichen 5 Sterne. Aber das schauen wir ja gleich und werden uns eines Besseren vielleicht belehren, was toll wäre. So, was hat sich geändert? Ich bin aufgestiegen auf Level 46, da kann ich zu sagen, dass nochmal die Charakterstufe erhöht wird dadurch, also die Spieleranzahl, die ist jetzt von 75 auf 80 hochgegangen und man hat einen weiteren Punkt hier Weltenenergie bekommen, was ja auch ganz nett ist. Dann schauen wir uns das mal an. Abschnitt 1. Rick und seine Crew begegnen den Erlösern. Streuner von rechts, Eugene? Ich verstehe, das ist mir klar. Ich bin mir des Problems bewusst. Streuner. Was für ein Problem. Streuner sind kein Problem. Oh, und wir kriegen keinen Begleiter in diesem Event. Ah, alles klar. Dann nehmen wir... Achso, ich habe sowieso die falsche Truppe, sehe ich gerade. Wo habe ich die denn hingelegt? Aha, die hier sind das. Genau. Ja, nimm mal irgendeinen mit. Ist ja eigentlich total Schnuppe. Aber eigentlich döngeln wir die sowieso weg. Da das ein B-Rang ist, ist das eigentlich total egal. Auto-Aim. Weghauen. Punkte. 5 Sterne in Rear. Heidewitzka. Ja, wir werden hier ziemlich durchrushen. Ganz klar. Wird uns eine Weltenenergie kosten, aber ich bin im Überlegen, das anders diesmal zu machen, weil die ganzen Weltenenergie hätte ich gerne eigentlich für meine Events, die dann irgendwie sind, wo man 4 oder 5 Sterne Level-Up-Gegenstände kriegen kann. Das wäre mir eigentlich lieber und deswegen werde ich, glaube ich, immer wieder so Cuts machen und dann die Videos zusammenschneiden. Weil ich habe für die Let's Play-Videoreihe hier um die, keine Ahnung, 50 Weltenenergie oder so verdödelt, die ich mir auch einfach erwarten hätte, also Zeit lassen hätte können und dann das Video, aber ich wollte es halt in einem Rutsch haben. Muss man mal überlegen, weil es kostet mich dann jedes Mal eine Weltenenergie und man sieht ja, das reichen hier 39 nicht aus. Da müsste man dann schon 60 oder so haben. Telefonbücher. Meinst du das ernst? Einen Streuner killst du nicht mit einem Telefonbuch. Nein, aber abgesehen davon, dass sie rudimentären Schutz bieten, dienen sie auch noch einem anderen Zweck. Da soll ich schon spoilern? Also der will halt wissen, was für Geschäfte, was für Häuser gibt es hier in der Nähe und durch das Telefonbuch findet er es natürlich raus und kann so in bestimmte Läden reingehen, um Sachen zu kriegen, nämlich er kann Munition herstellen. So schlau ist er. Er ist ein recht intelligentes Kätzchen, auch wenn er die Leute ja belogen hatte mit dem, er hat ja gesagt, er hat das Wissen, die Zombies zu bekämpfen, Heilmittel sozusagen, aber das hat ja alles nicht gestimmt, er wollte nur überleben. Solltest du ein funktionierendes Telefon finden, lass es mich einfach wissen, okay? Ja, Abraham lacht noch drüber, hat aber keine Ahnung. Telefonbücher sind eine Art analoges Internet. Eine Fundgrube von Informationen. Ist auf jeden Fall besser, als uns die Füße wund zu laufen, auf der Suche nach Abfällen, die uns andere überlassen. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber werd ja nicht langsamer. Da kommen noch mehr Schwierigkeiten. Gelbe Seiten. Noch mehr Streuner tauchen aus dem Schatten des nächsten Gebäudes auf. Hallihallöchen, euch hauen wir auf die Nuss. Da, Andrea ist immer gut. Ja, und weil Munition wird ja irgendwann knapp.
Und er hat die Fähigkeit oder das Wissen, Munition selber herzustellen. Er braucht nur die Utensilien dafür. Und so wie es aussieht, geht es in diesem Akt darum, wie es erklärt wird. Oder in dieser Reihe. Dem Fürchte Teil 2. Hohlspitzgeschoss. Na, vielen Dank. Wie soll das funktionieren? Klär mich auf. Nun, zum Beispiel brauchen wir Munition. Wäre es nicht leicht, ein Geschäft nachzuschlagen oder einen Händler und dann zu dieser Adresse zu gehen, anstatt aufs Geradewohl danach zu suchen? Ich schätze ja, aber die meisten Plätze sind sowieso gut markiert. Aber was, wenn ich eine Werkstatt gefunden hätte? Wir müssten nur noch die Materialien finden und dann können wir Munition herstellen. Wir müssen auf lange Frist planen. Nur so können wir gewinnen. Das ist eine Schatzkarte, Abrin. Du wirst schon sehen. Er hat recht. Vielleicht. Aber im Moment sehe ich nur Streuner. Komm schon. Ja, hier lebt der Abrin noch. Da hat er den Fall noch nicht abbekommen aus dem anderen Event, was wir gesehen haben. Ja, so ein 30% Boost. Warum nicht? Nehmen wir mal einen Ricky mit. Der seltsamerweise hier beide Hände hat. Also das müsste vorm Governor noch sein. Und hier sind sie ja schon in Alexandria, also dürfte das eigentlich nicht möglich sein, hier bei Washington. Dass er noch zwei Hände hat. Widersprüche über Widersprüche, aber so eng sehen wir es ja nicht, ne? Abschnitt 3. Rick und der Rest sollten bereits von ihrem Trip nach Hilltop zurück sein. Legen wir einen Zahn zu. Ah, da kennen die Hilltop schon. Okay, also haben schon Handel untereinander. In der Zwischenzeit kehren Rick und seine Crew mit Vorräten zurück. Sie hoffen, mit den Bewohnern von Hilltop hat einen neuen... Sie hoffen, mit den Bewohnern von Hilltop hat einen neuen Verbündeten gefunden. Also das hat muss weg, einen neuen Verbündeten gefunden zu haben. Diese Hoffnung ist allerdings nur von kurzer Dauer. Eine Gruppe von Erlösern hält sie in einem kleinen Dorf auf. Rick, wir sind in Schwierigkeiten. Sie haben Waffen. Zögert nicht. Wenn es euch nicht gefällt, was ihr seht, greift an. Wir können es uns nicht leisten, sie sehen zu lassen, was wir haben. Okay. Wir kämpfen gegen Menschen. Dann nehmen wir nochmal die Truppe. Oh, ja, tier dich. Warum nicht? Döngel sie weg! Ein wilder Schlag. Rape. Was ein Fatality war das denn? Ja, also B-Rang ist definitiv zu schwach, genau wie A-Rang. Juckt uns gar nicht mehr, interessiert uns nur noch die Story und natürlich die Belohnung. Ja, buff uns mal.
Sehr schön, 30% mehr Schaden. Also beim 5 Sterne Jesus ist ziemlich cool, dass sich der Adrenalinrausch so super schnell auflädt. Das ist echt klasse. Rick lässt einen der verbleibenden Erlöser zu Negan zurückkehren. Okay, ich habe immer Negan gesagt. Ja, und das heißt Negan, aber interessiert uns da nicht. Negan. Er soll ihm, also englisch ausgesprochen, das ist genau wie mit dem Eugene, sag ich mal, Eugene. Na und? Er soll ihm eine Botschaft überbringen. Du lässt ihn gehen? Sie sollen wissen, wer wir sind und dass wir uns nicht geschlagen geben. 20 Vorratspunkte. Uhu. Ja, das war ziemlich dumm, dass er ihn gehen lassen ließ. In den Comics war das nicht so und auch nicht in der Fernsehserie wird es wahrscheinlich auch nicht so kommen, aber okay. Bei ihrer Rückkehr informiert Eugene Rick über seinen Plan, Munition herzustellen. Rick gefällt die Idee. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Er und Abraham brechen auf, um die im Telefonbuch markierten Orte zu finden. Sind wir schon da? Ein kleines Stückchen liegt noch vor uns. Nur als Vorwarnung. Das sieht nach ganz normalen Gegnern aus. Okay. Rumpti dumpti. Dumpti dumpti. Gab's nicht viel zu sagen. Upgrade. Hier kriegen wir eine Weltenenergie. Puh. Ja, da überlege ich fast schon, sie gleich anzuwenden, um hier weiterzumachen zu können. Und nicht eine Pause zu machen von Ewigkeiten. Aber ich könnte sie auch. Ich glaube, ich mache eine Pause und warte 4 Stunden und mache dann nochmal 2 dran und setze sie zusammen. Das ist natürlich blöd. Weil es auch ein Zeitmangel bei mir im Real Life ist. Wenn wir nur zu zweit dort draußen sind, ohne Fahrzeuge, nur mit ein paar Waffen, mir fallen da einige Sachen ein, die schieflaufen könnten. Aber falls wir die richtige Ausrüstung finden, wird die Munition, die wir herstellen werden, meiner Meinung nach unsere Chancen deutlich verbessern. Das ist das Risiko auf jeden Fall wert. Aber hallo, unendlich viel Munition? Immer her damit. Und wie lange wird es dauern? Verflucht, es geht schon wieder los. Und noch ein paar Zöppchen. Jo, haut sie um. Wenn ich das richtig gesehen habe, brauchen die letzten beiden Abschnitte 10 und 11, werden also 21... Weltenenergie, 21 Weltenenergie dauert um die 7,2 Minuten, glaube ich, bei mir momentan. Irgendwie sowas, ich glaube, so im Dreh. Und ja, kann ich rechnen. Irgendwas mit 147, wenn ich richtig sehe. Irgendwie so im Dreh. Also müsste ich jetzt 2,5 Stunden warten und könnte dann die letzten 2 Abschnitte machen. Frage ist, ob ich in 2,5 Stunden noch Zeit dazu habe. Aber irgendwie so werde ich das, glaube ich, in Zukunft machen, weil die Weltenenergien kann ich dann immer weiter ansammeln und ich brauche sie eher für... Ihr kriegt das sowieso nicht mit, das wird ja in einem Rutsch weitergehen. Dann ist einfach nur wieder Weltenenergie da und so läuft das dann halt. Und bei den späteren Akten, ich glaube beim 3. Akt, werde ich viel mehr brauchen und werde dann...
Also starten mit 39 und nochmal 39 auffüllen müssen, weil die letzten drei Abschnitte wieder über 30 sind. Da geht's gar nicht anders. Das wären dann über 4 Stunden. Wirk. Das muss euch nicht groß stören, aber müsst euch auch nicht wundern, wenn ich auf einmal wieder komplette Weltenenergie habe im Abschnitt, weil das wird kaum bemerkbar sein, der Cut. Wenn ich so ineinander mache. Vielleicht sage ich dann kurz, ich habe gewartet. Neue Energie. Weiter geht's. Ja, so werde ich das, glaube ich, in Zukunft machen. Spare ich was und habe für die Events, wo ich die Weltenenergie echt brauche, um Gegenstände zu kriegen zum Leveln von den Charakteren, dann eigene Weltenenergie. Falls ihr nicht weiß, worüber ich rede, schaut mal bei der Playlist nach. Da gibt es zwei Events. Einmal seltene Ausrüstung und einmal ultra seltene epische Ausrüstung oder so ähnlich habe ich es genannt. Und diese beiden Events mache ich, wenn sie da sind, halt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und da gebe ich momentan recht viele Coins für aus, die ich eigentlich für andere Sachen haben will. Muss ja nicht sein. Da haben wir nämlich eine Weltenenergie, die kostet 100 Münzen. Nö, muss nicht sein, die behalten wir. Und die letzten beiden Abschnitte sehen wir dann gleich. So, da bin ich wieder mit einer kleinen Zeitunterbrechung. Ja, ein paar Stunden mehr als ich eigentlich wollte, aber ich habe einfach keine Zeit gefunden. Und wir haben wesentlich mehr Pünktlein nun. Nun denn, machen wir die letzten zwei Abschnitte. Ich höre noch mehr von denen kommen. Los, kümmern wir uns darum. Besser jetzt als später, überrascht werden. Da sind wir uns einig. Ich bin direkt hinter dir. Und noch ein paar Zöppchen, die keinerlei Problem darstellen. Genau, die Spezialfähigkeiten setze ich jetzt mal ein bisschen vor. Das muss ja nicht sein. Den Abraham habe ich gar nicht ausgewählt, glaube ich. Den haben wir, glaube ich, als... habe ich den gerade genommen aus der Fraktion? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, der wurde uns sogar vorgegeben. Und da kriegen wir den Bird, den können wir verkaufen. Ich glaube, der gibt 60 Vorratspunkte. Die zwei gehen und reden in der Sicherheit der von den Streunern befreiten Straßen. Doch plötzlich stürzt Abraham auf den Asphalt. Aus seinem Auge ragt ein Pfeil und ein panikerfüllter Eugene versucht, sich zur Wehr zu setzen. Okay, wir haben menschliche Gegner und wir wissen, das ist der zweite, weil wir die Comics kennen. Sollen wir hier wirklich noch... Ich glaube, das geht so. Ah, da muss ich keine Kampf-Items jetzt noch für
menschliche Gegner aussuchen beim B-Rang ist, glaube ich, ziemlich schnuppe. Das war der letzte. Akt 8, Abschnitt 8 beendet. Rührt euch keinen Millimeter. Ihr habt doch nicht etwa gedacht, dass wir euch Bastarde einfach so davon kommen lassen. Ein Elite-Gauken. Oh, und das hier ist noch nicht auf. Da müssen wir mal raus und nochmal reingehen. In 4 Stunden. Ah, ja, das war wegen den 2 Tagen, die ich den ersten Akt einfach nicht gemacht habe. Eigentlich wird er noch nicht parat. Dann gucken wir doch gerade mal hier rein und versuchen unser Glück, einen von den 3 5-Sterne-Charakteren zu kriegen. Nein, wir haben nur Holly bekommen, die aber eigentlich ganz gut ist, aber uns nicht weiterhilft. Bis demnächst, euer Chojin.